Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Aim Controllers Erklärungs- und Konfigurationsvideo. Ihr habt es euch gewünscht, dass ich nochmal darauf eingehe, was jetzt überhaupt die genauen Vorteile bei so einem Controller sind, wieso man sich sowas eventuell zulegen sollte und was dann auf der Webseite die besten Einstellungen, die besten Konfigurationen sind, beziehungsweise was einfach nur reinste Geldverbrennung ist. Das wollte ich in diesem Video nochmal klären. Vorab sollte gesagt sein, ja, ich bin verpartnert mit Aim Controller, ich bin vor 5 Jahren auf sie zugegangen, nachdem ich ein Jahr mit dem PlayStation 4 Controller damals gespielt hatte, bin ich auf sie zugegangen, meinte, Hammerprodukt, feier ich extrem, können wir zusammenarbeiten und jetzt arbeiten wir seit 5 Jahren zusammen. Mit dem Code John spart ihr, egal zu welcher Tag- und Nachtzeit ihr auf der Webseite seid, ihr jetzt gerade das Video schaut, ob das am selben Tag ist, wo ich es aufnehme oder in 3 Jahren und ihr auf M-Controller geht und euch einen Controller zusammenbauen wollt, am Ende beim Gutscheinfeld John eingeben, J-O-H-N, ihr spart immer maximal, der maximale Rabatt, den es auf der Webseite gibt, gibt es immer mit meinem Gutscheincode. Aktuell Black Friday gibt es 80 Euro Rabatt auf einen Mindestbestellwert von 225 Euro, könnt ihr euch das auf jeden Fall schmecken lassen. Das sollte gesagt sein. Was ist jetzt also der Vorteil bei so einem Controller? Ihr habt ja hier die ganz normalen Tasten X, Viereck, Kreis und Dreieck, so müsste das eigentlich stimmen. Die habt ihr jetzt aber auch nochmal hinten als Extra-Tasten auf den Paddeln. Das ist zum Beispiel mein Kreis, das ist mein X, das ist mein Dreieck und hier wäre mein Viereck. Das ist jetzt aber nicht irgendwie kaputt, sondern mir gefällt das einfach mit 3 Paddeln mehr. Und mit dem neuen Aim-Controller-Paddle-System kann man das einfach abmachen und jeden Paddle so beliebig ab- oder anmachen, wie man will. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nur dieses eine scheiß Paddle, dann mache ich das so ran, nehme diese Platte, zack, klickt das zu und hab jetzt nur noch den Paddle. Manche fragen sich jetzt aber, wozu denn diese Extra-Tasten gut sind, wenn es ja eigentlich nur die Tasten sind, die wir vorne drauf haben. Das Ding ist, wenn ihr ganz normal rumlauft, hier aimt und hier schießt, ihr lauft rum und dann müsst ihr springen, ihr müsst um die Ecke springen oder auf irgendein Gegenteil springen oder klettern, dann müsst ihr beim Aim-Stick den Stick verlassen, um hier auf X zu kommen. Und jedes Mal, wenn ihr hier auf X kommt oder im Gunfight springt, verlasst ihr den Aim-Stick und könnt dabei nicht gleichzeitig zielen. Das heißt, wenn ihr um die Ecke springt, müsst ihr springen und müsst dann wieder zurück auf den Aim-Stick. Und da mal kurz zu veraimen oder kurz zu verwackeln, ist relativ wahrscheinlich. Mit dem Paddle habt ihr aber die Möglichkeit, gleichzeitig, während ihr alles macht, die anderen Tasten, die ihr hier sonst immer extra andrücken müsst, gleichzeitig dabei zu drücken, ohne den Stick, irgendeinen Stick zu verlassen, könnt ihr alle Bewegungen, alle Movement-Einheiten, zum Beispiel auch was super, super, super stark ist in Warzone, weshalb ich übrigens bei mir 3 Paddle habe. Viereck halte ich für unnötig. Nachladen, die Zeit habe ich mal drin, zwischendrin nachladen zu rücken, das kriege ich hin. Beim Dreieck ist es aber im Multiplayer relativ sinnlos, wenn man damit die Waffe wechselt. Das muss ich jetzt nicht ständig machen. Bei Warzone habt ihr aber auf Dreieck Platten reindrücken. Und wenn ihr jetzt, ihr kennt es, ihr seid am Laufen, am Schießen, am Machen, am Tun, dann müsst ihr euch Platten reindrücken, müsst ihr den Stick verlassen und erstmal ganz schön lange Dreieck drücken. Und in der Zeit, wo ihr euch die Platten reindrückt, könnt ihr euch nicht umgucken, nicht bewegen, ist hinter euch einer, vor euch einer, sondern ihr müsst schön auf doof den Daumen hier haben. Klar, dann gibt es so ein paar Pros, die machen dann die Claw, die Kralle, dass sie den Zeigefinger nehmen und mit dem das Ganze dann machen. Dafür muss man aber sich lange einspielen, kriegt man auch gefühlt einen Krampf dabei. Also es ist wirklich auch nicht leicht, die Tasten hier zu treffen. Das ist sehr viel Eingewöhnungszeit und tut auch auf Dauer, glaube ich, dem Finger nicht wirklich gut. Mit dem Paddle hinten, das ist jetzt mein Dreieck, kann ich alles gleichzeitig machen. Ich kann mich bewegen, schießen, aim. Ich kann mir die Platten geben. Ich kann mir sogar beim Platten geben springen. Ich kann beim Platten geben mich umgucken, springen und alle Movement-Fähigkeiten tun. Und das ist der große Vorteil hinter so einem Controller. Das hat auch nichts mit Cheaten oder Schummeln oder sonstigem zu tun. Das ist die State of Art für Controller-Gaming. Das ist verifiziert. Die sind alle von der Sony akzeptiert und auf einem Pro-Turnieren werden mit solchen Controllern gespielt. Das zur Erklärung. Wir jumpen rein in die Konfiguration. Wir quatschen nicht lange rum, gehen zum PlayStation 5 Controller und bauen uns jetzt unseren eigenen PlayStation 5 Controller zusammen. Ihr könnt natürlich auch PS4 oder Xbox, das sind dann teilweise ein paar verschiedenste Einstellungen anders, aber wir machen das jetzt am Beispiel des PS5 Controllers. Hier könnt ihr bei Front Shell Panel erstmal das Design, die Farbe ändern, da gibt es auf jeden Fall sehr viel Auswahlmöglichkeiten. Das ist natürlich eure Sache, was ihr hier am hübschesten findet. Ich habe jetzt für meinen Teil den hier genommen, das finde ich
kommt sehr, sehr nice, auch ein Real Life rüber. Grid ist auch immer ganz geil, das kommt auch irgendwie sehr, sehr nice rüber. Ist eure Sache, Middle Part ist dann natürlich hier diese mittlere Sache. Weiß, Schwarz kommt natürlich gut, Gelb auf Gelb, weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen too much. Aber wie gesagt, spielt da einfach rum, Action Button Color, D-Pad Color, Share Button Color, das sind alles einfach nur, ja, Design-Unterschiede. Jetzt wird es aber interessant bei Left Aim Stick. Das ist die erste Frage, die ich sehr oft lese. John, welche Stickhöhe? PS Small, PS Medium, PS High, Xbox Standard, Xbox Medium, Xbox High. Also man kann auch auf dem PlayStation Controller einen Xbox Stick haben. Das Gute ist, ihr könnt die Sticks auch beliebig tauschen. Also ihr müsst euch da nicht festlegen. Ihr könnt auch noch andere Sticks dazu bestellen. Das sieht dann so aus. Und dann könnt ihr hier einfach das Ding hier abmachen. Ihr seht das Ganze, macht ihr ab und tut einen anderen Stick rauf. Und dann habt ihr jetzt zum Beispiel, das wäre jetzt, glaube ich, der Xbox-Ding. Der Xbox halt so ein bisschen anders vom Gefühl. Müsst ihr wissen, was ihr mehr feiert. Ich finde auf jeden Fall PlayStation angenehmer. Ich würde euch aber empfehlen, Medium zu nehmen, ganz Standard, da macht ihr nichts mit falsch. Vielleicht, wenn ihr eine Erhöhung haben wollt, ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Erhöhung, das ist aber was anderes, das ist ein Control Freak. Müsst ihr mal auch googeln, bin ich nicht verpartnert, aber könnt ihr mal abchecken. Control Freak, das ist was anderes. Wenn ihr eine Erhöhung haben wollt, würde ich euch empfehlen, links Medium, rechts High. Also der rechte Stick erhöht, das macht beim Aim am meisten Sinn. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, nehmt ihr einfach beides Medium und dann ist gut. Vielleicht noch anpassen, dass hier die Base hinten auch weiß ist, wenn der Stick weiß ist, damit es nicht so scheiße aussieht. Und dann seid ihr da gut. Die weitere wichtige Einstellung, neben natürlich hier so Touchpad Color oder ihr könnt dann auch hier euren Gamer Tag, dann könnt ihr hier die Font ändern, ne? Das ist ja irgendwie eine Font, eine Farbe ändern, dann könnt ihr hier irgendwas raufschreiben, dann seht ihr das hier drauf. Wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, John Rage mache, zack, sieht schon, ja, recht scheiße aus, finde ich. Also ich feiere das gar nicht. Aber müsst ihr wissen, ne? Vielleicht macht ihr irgendwie ein Geschenk oder tut ein Logo. Ich habe ja mein eigenes Logo hier drauf. Das sieht dann schon viel geiler aus als irgendwie so eine Billo-Text-Font. Wie dem auch sei, jetzt wird interessant. Aim Back Pro, das habe ich noch nicht mal, denn das ist das neue Grip-System bei Aim Controller. Ich habe noch das alte Grip-System. Wenn euch das aber nicht so taugt, könnt ihr das auch wieder ausschalten und dann beim Aim Grip zum Beispiel den schwarzen Grip nehmen. Dann drehen wir das hier um, dann seht ihr, das ist genau der Grip, den ich auch am Start habe. Und ich sage euch so, wie es ist, der reicht vollkommen. Der ist super nice von der Handhabung, vom Gefühl, so ein bisschen anti-Schwitz, anti-Rutschmäßig. Völlig geil, völlig ausreichend. Würde ich zum Beispiel jetzt hier wieder nehmen. Jetzt geht's ans Eingemachte, denn die wichtigste Einstellung sind die Spider-Pedals. Da gibt es einmal Spider V1 und dann Remapping Spider V1. Der Unterschied ist hierbei, ihr seht schon hier direkt, hier werden direkt Tasten angezeigt, die zu den dazugehörigen Pedals gehören. Die könnt ihr dann auch hier ändern, hier zum Beispiel der Kreis machen oder auch L3 oder R3. Ihr könnt das alles so machen, wie ihr wollt. Doch der Unterschied ist, wenn ihr Spider V1 nehmt, habt ihr diese Einstellung hier gemacht und dann bleibt die so. Dann ist die für immer so, wie es jetzt hier beim Kauf einstellt. Wenn ihr jetzt Remapping Spider V1 nehmt, dann seht ihr genau dieses Symbol. Könnt ihr das zu Hause mit Bedienungsanleitung in wenigen Minuten so oft umstellen, wie ihr wollt, wie euch das am besten liegt. Könnt ihr dann noch Änderungen vornehmen, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, auch wenn es natürlich da wieder teurer wird. Wir sind jetzt hier bei 249 €. Das kracht schon ordentlich rein. Das geht schon ordentlich ins Geld. Das muss man sagen. Das ist halt die Marketingverkaufsstrategie von Aim Controllers, dass sie einen höheren Preis hier verlangen, dafür dann aber auch einen höheren Rabatt anbieten, wie jetzt mit dem Code John, 80 € beim Black Friday. Normalerweise ist der vielleicht 40, 50 oder 60 € und dann spart man halt sich das Ganze hier und dann sieht das wieder anständig aus. Dann zahlt vielleicht 170, 180, 190, 200 €, wenn ihr das hier noch ordentlich aufrüstet. Ich zeige euch gleich auch mal eine Variante, eine Alternative, die super, super günstig ist, die vollkommen ausreichend ist. Werden wir gleich auch noch konfigurieren. Das ist das Ding halt dahinter, ne? Da gibt es einen fetten Rabatt, den dürft ihr auf jeden Fall nicht vergessen. Das erschreckt natürlich erstmal 250 €, what the fuck. Ja, so ist das Ganze. Dann sind die nächsten Einstellungen Smart Triggers und Smart Bumpers. Da sage ich euch jetzt schon mal, ich schieße mit L1 R1 und L2 R2 werfe ich meine Taktik-Sachen. Das habe ich, ihr hört's, Mausklick. Das ist zum Beispiel beim Smart Trigger, habe ich hier Yes angeklickt. Zack, boah, das wird aber ordentlich teuer. Weiß ich, sage ich so, wie es ist, weiß nicht, ob das notwendig ist. Ist cool so. Ich schieße auf L1 Ernst, das hat sowieso schon eine kleine, kurze Reaktionszeit. Darum geht es ja, ne? Bei L2 R2 musst du es normalerweise ja ganz runterdrücken. Hier hast du einen Mausklick und kannst
sofort durchtriggern. Klar, wenn du jetzt schießt, kannst du schön die Waffe triggern. Ich habe L1 Ernst und da braucht man es nicht. Und da habe ich auch öfter jetzt einen Feedback der Community gesehen von Leuten, die sich das gekauft haben, dass bei L1R1, wenn man da die Smart Bumpers aktiviert, dass es da öfter mal zu Problemen kommt, dass sie dann irgendwann klemmen oder irgendwie mal nicht mehr so gut funktionieren. Sollte natürlich in der Regel nicht vorkommen, habe ich aber das öftere mal gelesen und ich würde auch so sagen, das ist schon so eine kurze Reaktionszeit, spart euch da auf jeden Fall, wie viel ist es hier? Boah, Digga, spart euch das Geld, safe, nehmt Smart Bumpers raus, Smart Triggers könnt ihr euch überlegen, dass wie gesagt L2R2, dass das so ein Mausklick ist, braucht ihr aber in der Theorie eigentlich nicht. Wenn ihr es overclocken wollt, macht's rein, wenn nicht, dann nicht. Vibrationenmotor raus, kostet auch nicht mehr oder weniger, wenn man das drin hat oder draußen hat. Ich finde es draußen besser, weil dann ist der Controller leichter und es ist wirklich ein echt großer Unterschied und am Anfang vielleicht ein bisschen so, hä? Aber in the long run ist es auf jeden Fall ein nices Gefühl. Speedy Aim guaranteed 72 Stunden Dispatch, das heißt in 72 Stunden wird er gebaut und dann wird der Versand ist natürlich dann abhängig, wo ihr wohnt, wie lange das dauert, wie lange euer Lieferdienst braucht und ob es Werktage dazwischen sind, aber 72 Stunden innerhalb von 3 Tagen wird das Ganze gebaut und dann verschickt. Ist teuer, sehr, sehr teuer. Man muss sagen, M-Controller hat viele Bestellungen und es könnte sich lohnen, weil man sonst echt teilweise lange warten muss. Müsst ihr wissen, ob euch das wert ist. Ne? Müsst ihr wissen, ob euch das wert ist. Ich mache jetzt nochmal ganz kurz die Low-Budget-Variante. Da gehe ich nochmal hier raus, gehe wieder rein, damit ihr da auch am Start seid. Dann könnt ihr vielleicht euch auch 2 Controller der Low-Budget-Version reinpacken. Kommt damit dann auch auf den Mindestbestellwert, wo ihr da 80 Euro spart. Mit Code John und dann holt ihr euch das mit einem Kollegen zusammen. Ihr nehmt kein Design, klar, kein Design, braucht ihr nicht Schwachsinn, es geht ja auch hauptsächlich ums Paddle. Natürlich, Design ist cool, so verstehe ich schon, ist schon geiler, aber hauptsächlich geht es ums Paddle, dann nehmt ihr hier die Paddles, nehmt auch nicht Remapping. Wenn ihr nicht Remapping nehmt, ganz klar, links unten X, so wie es hier auch ist, ist die perfekte Einstellung. Links unten X, rechts unten Kreis, links oben Dreieck, rechts oben Viereck. Dann nehmt ihr noch die Vibratoren raus, kostet nicht extra, seid fertig, add to cart, seht dann hier oben die 1 beim Basket. Und klar, jetzt wenn ihr Code John eingibt, apply Coupon, steht hier, the minimum spend for this coupon ist 225 Euro. Müsst ihr jetzt wie gesagt schauen, wenn ihr das Video 3 Jahre später schaut, kann sein, dass ihr den Code eingibt und dann funktioniert es, weil gerade ab 140 Euro irgendwie 40 Euro Rabatt sind oder wie auch immer. Aber ihr seht dann immer hier oben, dann könnt ihr euch entweder wieder zurückgehen und noch mehr rauf basteln auf den Controller, was euch gefällt, oder ihr holt jetzt das 2-mal noch für einen Kollegen mit, drückt Update Basket, kommt somit auch auf den Mindestbestellwert und gibt dann Code John ein, Apply Coupon und zack, minus 80 Flocken habt ihr dann hier gespart und könnt dann auf jeden Fall hier 230 mit Versand, seid dann 115 pro Nase mit dabei, ihr müsst kein Zoll zahlen, habt keine extra Umkosten, zahlt quasi das Doppelte wie für einen normalen PlayStation-Controller, habt aber die wichtige Funktion der Paddles hinten. Das soll es gewesen sein mit meinem Erklärungsvideo. Vergisst, wie gesagt, nicht meinen Code. Das würde mich sehr freuen, das unterstützt mich. Das ist die einzige Unterstützung, die Einbarung, die ich mit M-Controllers habe, dass ich provisionsweise profitiere. Würde mich also sehr freuen, wenn ihr das nutzen euren Freunden auch sagt, dass ihr den Code nutzen sollt. Ich hoffe, euch hat das weitergeholfen. Checkt das ab, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen, prächtigen Tag und viel Spaß beim Shoppen. Haut rein. Ciao. Ciao. Pschuh.